Wenn er über die linke Außenbahn marschierte, brüllte die Südtribüne ihr langgezogenes Knut. 1991 kam Knut Reinhardt zum BVB und wurde zu einer echten schwarz-gelben Institution. Unter Trainer Ottmar Hitzfeld gewann Knut Reinhardt mit den Borussen zweimal die Meisterschaft, zudem die Champions League und den Weltpokal. Vor seiner Zeit beim BVB war Knut Reinhardt bei Bayer Leverkusen und holte mit den Leverkusenern 1988 den UEFA Cup. Ein wahrhaft einmaliges Erlebnis für die Werkself. Nach seiner aktiven Karriere wurde aus dem Fußballer der Grundschullehrer. An der Grundschule Kleine Kielstraße bringt er den Kids aus aller Herren Länder nicht nur Mathematik und Fußball, sondern auch das richtige Sozialverhalten bei. Und weil so ein Lehrer ja viel Zeit hat, engagiert sich Knut Reinhardt auch noch als Jugendtrainer beim Hombrucher SV. Herzlich willkommen, Knut Reinhardt! Knut, herzlich willkommen. Ein Autogramm bitte. Einfach ablegen. Ja, auch für dich drei Schlagworte. Das erste in dieser Reihe: in Leverkusen. Bin ich groß geworden, aber habe jetzt in Dortmund meine Heimat gefunden. Der BVB war für mich eine ganz große Station für mich persönlich als Fußballer, weil ich viel erreicht habe, Titel geholt habe, wovon Marco Reus gesprochen hat, und stand damals vor der Entscheidung an einem Montag, ob ich bei Schalke unterschreibe oder Dortmund. Ich habe mich dann für Dortmund entschieden. Das war die richtige Entscheidung gewesen. Und die Nummer drei, die kleine Kielstraße. Ja, nach dem Fußball, das ist nicht so einfach, wenn man mit dem Sport aufhört. Ich hatte 7 Knieoperationen gehabt und der Fußball war für mich nicht mehr greifbar. Dann stand man vor einer Situation, was macht man? Und ich habe dann so ein bisschen Zeit gehabt, während meiner Verletzung zu überlegen, was ich mache. Und ich wollte mal was machen, was mich glücklich macht. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Alle haben natürlich gelacht, was macht der Reinhardt jetzt bloß? Der geht da wieder an die Schule und lernt dann. Aber ich habe es dann nochmal allen bewiesen und ich bin wirklich glücklich, jetzt da in der Schule zu sein. Wunderbar. Ja, der größte Glücksmoment war natürlich, dass ich hier in Dortmund unterschrieben habe. Ich stand damals war vertragslos. Ich habe damals gesagt, unter dem dicken Kalmbund spiele ich nicht mehr. Und das war als junger Spieler ziemlich schlecht damals, unüberlegt. Und dann stand ich vor der Entscheidung, kommst du jetzt unter? Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Ich war arbeitslos einen Monat, dann die ganze Presse in der fußballfreien Zeit hinter mir her. Und dann stand ich auf einmal vor der Entscheidung, ja, Schalke, Dortmund. Und dann, das war total unbefriedigend, keinen Verein zu besitzen für die neue Saison. Ich war gerade auch auf dem Sprung in der Nationalmannschaft und dann habe ich dann in Dortmund unterschrieben. Und dann kam das nach und nach in Dortmund, diese Entwicklung. Dann wurden die Superspieler geholt. No-Name-Spieler sind eingeschlagen, Schappi, Riedle, wie sie alle heißen. Und ich glaube, das war auch so eine einmalige Truppe. Und das hat alles gepasst, menschlich. Und der Erfolg und das Publikum, das hat in den 90er Jahren einfach gepasst. Und ich freue mich jetzt, dass die Borussen jetzt zurzeit auch wieder so einen schönen Fußball spielen. Und das macht Spaß zu schauen. Und dem Kalmbund hast du es ja richtig heimgezahlt, weil Leverkusen hat seitdem auch keinen Titel mehr gewonnen, ne? Genau, die haben seitdem nichts mehr geholt. Kalmbund holt jetzt nur noch Titel beim Kochduell, aber. Ja. Eine echte Männerfreundschaft. Ja, wir haben vor kurzem mal wieder telefoniert. Eigentlich, der ist ja nicht nachtragend, der ist eigentlich auch ein ganz positiver Mensch. Wenn man mit ihm unterwegs war, mit Leverkusen, wir hatten immer genug zu essen. Überraschend. Ich kann mich noch an eine Vertragsverhandlung erinnern, da bestellte der einmal 100 Nürnberger Würstchen, aber nur für sich. Und also das kommt nicht von ungefähr, sondern, aber so ist das ein ganz feiner Mensch, also der müsste eigentlich auch mal hier sitzen. Die Fans lieben sowas, also den Einsatz bis zur letzten Minute, Sekunde, und auch wenn man da mal, wenn er gar nicht mehr geht, dass man da noch über die Linie gerätscht. Und das ist gut angekommen und das freut mich, auch wenn ich heute noch in die Stadt gehe, dass das immer noch so honoriert wird, dass ich halt hier 9 Jahre richtig Gas gegeben habe.
Horst Köppel kann auf eine bewegte Fußballkarriere zurückblicken. Der gebürtige Schwabe ist eine lebende Gladbacher Legende. Mit der Fohlenelf wurde er als Offensivspieler 5-mal deutscher Meister und 2-mal Europapokalsieger. Mit der deutschen Nationalelf gewann er 1972 den Europameistertitel. Seit 35 Jahren ist Horst Köppel Trainer. Ob als Co-Trainer der Nationalmannschaft in Österreich, Japan und Abu Dhabi oder natürlich auch als Cheftrainer des BVB. 1989 triumphierte er mit seinen schwarz-gelben Helden in Berlin. Köppel war auch mal als haariger Werbeträger im Einsatz. Seit langem steht er aber zu seiner prägnanten Stirn. Horst Köppel wohnt und lebt natürlich wieder in Mönchengladbach, ist und bleibt Borusse. Und das gleich im doppelten Sinne. Herzlich willkommen, Horst Köppel, bei 1909. Schönen guten Abend, Herr Köppel. Von Ihnen hätten wir natürlich gerne auch ein Autogramm auf unsere Tafel. Oh, der ist mittlerweile, ja. Geht wieder. So, und wir haben es mit unseren anderen Gästen auch gerade schon so vorgemacht. Wir steigen immer ein mit so Halbsätzen bzw. Schlagworten, die Sie gerne nach Lust und Laune vervollständigen. Fangen wir doch mal an. Gladbach oder Dortmund? Beide. Der Pokalsieg 1989. War mein schönster Erfolg als Trainer. Und mit fast 66 Jahren. Fängt das Leben an. Nehmen wir es mit Udo Jürgens. Herzlich willkommen bei uns in der Runde. Ja, es war vor kurzem mal wieder eine Anfrage da, aber ich habe abgeschlossen mit dem Trainerberuf. Real Madrid kommt wahrscheinlich nicht, der BVB auch nicht. Also ich habe abgeschlossen. Ich mache momentan oder seit einem Jahr eine Fußballschule mit meinem Sohn. Die mir auch sehr viel Spaß macht. Ich habe gerade von Knut gehört, dass er mit den Kindern in der Schule viel Spaß hat und die Fußballschule, die ich betreibe, ist in Mönchengladbach. Wir gehen dann in die naheliegenden Städte wie Neuss, Krefeld und so weiter. Ich mache das mit meinem Sohn in den Ferien und es macht wahnsinnig viel Spaß. Manchmal nerven sie, das habe ich auch schon gehört, habe ich auch schon erlebt, aber im Großen und Ganzen habe ich viel Freude und Spaß mit den Kindern und ja, wie gesagt, das mache ich jetzt in diesem Jahr wieder. Fange mit den Sommerferien wieder an, beziehungsweise habe ich jetzt auch schon Osterferien eine Schule gemacht im Schwarzwald, was auch ganz schön war, da konnten mich die Kinder auch verstehen, habe ich Schwäbisch gesprochen, das war auch nicht schlecht und hier versuche ich dann halt Hochdeutsch zu sprechen und das gelingt mir inzwischen auch ganz gut. Wie präsent ist die Erinnerung wirklich noch an diesen Tag? Ja, ziemlich groß, also es werden jetzt 25 Jahre, ist natürlich schon eine wahnsinnige Zeit, aber mir kommt es absolut nicht so lange vor. Ich war ja gerade bei einer Veranstaltung, da waren die Spieler Nobby Dickel, der Michael Zorc war da, der Michael Lusch war da. Also es ist verflog wie, also so schnell kann man gar nicht zurückdenken. Aber es bleibt natürlich haften, weil Knut hat es gesagt, für ihn war natürlich die erste Meisterschaft das Erlebnis. Und für mich war als Trainer der Pokalsieg mit dem BVB ein Erlebnis, was sich nicht mehr wiederholt hat. Und es bleibt natürlich in stetiger Erinnerung. 89 haben die Dortmunder schon Blut geleckt, was alles hier möglich ist. Und die Mannschaft wurde natürlich dann dementsprechend verstärkt, dass man auch da oben angreifen kann. Und nach den 34 Jahren ohne Meisterschaft war natürlich Ausnahmezustand in Dortmund. Das war auch relativ gefährlich, weil die Tore auf einmal aufgemacht worden sind und die Leute sind auf den Platz gerannt, haben uns die Klamotten vom Leib gerissen und die Tornetze mitgenommen. Ich stand da in Unterhosen, meine neuen Schuhe waren weg. Es war sehr unkontrolliert und da hätte viel passieren können. Da waren zwei Spieler standen mit frisch operierten Kreuzbändern auf dem Platz. Und dass da nichts passiert ist, muss man sagen, Hut ab. Aber das war natürlich, da sind Emotionen rübergekommen. Da waren Direktoren, die haben geweint wie die kleinen Kinder neben mir. Und jeder war der Freund. Und ich weiß, jeder hat auch zu Hause da irgendwie so ein Stück Rasen. Der Platz war ja dann mit Pizzastücken wurde da das mitgenommen. Das war einfach total unkontrolliert, aber ehrlich. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie der Horst das gerade gesagt hat. Das ist einfach menschlich, das ist nichts gesteuert. Das ist einfach so, jeder war am Feiern und das war unglaublich. Eine Woche lang war hier absoluter Ausnahmezustand. Ist da was anderes auch von hängen geblieben? Also so Dinge, die zusammenschweißen, was ehemalige Mitspieler angeht, oder hat sich das doch sehr stark verlaufen und voneinander entfernt? Nein, da sind ja jetzt noch, also zu einigen Mitspielern habe ich jetzt noch Kontakt, obwohl ich jetzt ganz was anderes mache, aber das sind schon auch die Spieler, die damals beim Horst noch tätig waren, also Günter Kutowski, Michael Lusch, Michael Schulz oder Michael Rummenigge, die wohnen ja, oder Michael Zorc, die wohnen jetzt ja alle hier noch in Dortmund. Da war noch
irgendwie noch so eine andere Identifikation mit dem Club, als es heute ist. Heute haben die Spieler 2-3 Jahre Verträge, dann spielen die wieder woanders. Es war eine andere Zeit. Der Fußball hat sich verändert. Mhm. Herr Köppel, wir haben gerade von den Feiern der Meisterschaften 95, 96 gehört. Wie war es denn 89 direkt nach dem Spiel, bevor es zurückging nach Dortmund und Ihre Flughafenszene dann passierte? War das die große Explosion im Entmüdungsbecken oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, also wir haben gerade auch nur drüber gesprochen und ich kann mich da auch noch sehr gut daran erinnern. Ich glaube, Olympiastadion Berlin muss man sich ja ganz oben umziehen. Man brauchte unheimlich lange, bis man da unten im Bus war. Also wir brauchen noch länger, weil ich glaube, die meisten waren schon ziemlich angetrunken. Wir haben wahnsinnig gefeiert in der Kabine. Ich habe sowas noch nie erlebt, auch bei unseren Meisterschaften nicht. Irgendeiner hatte da wirklich, ich war Champagner. Ich sagte, in Dortmund gibt es nur Sekt, weil das ja bescheidene Leute sind, aber es war Champagner. Die haben sich Dinger reingehauen und bis wir im Bus waren, das dauerte schon länger als normal. Und im Bus gab es noch mehr zu trinken. Also ich habe noch nie so viel betrunkene Spiel gesehen wie in diesem Tag. Okay. Dann hat ein ehemaliger Spieler von Ihnen mal behauptet, Jürgen Wegmann, er habe Ihnen einmal Geld für seine Einwechslung angeboten, 1000 Mark für die Mannschaftskasse, weil er sicher war, dass er noch ein Tor schießen würde. Ist das nur eine Geschichte von ihm oder hat er wirklich mal gesagt, passen Sie mal auf, Trainer, jetzt? Da kann ich mich nicht entsinnen. Also ich glaube nicht, dass es stimmt. Das ist vielleicht von Jürgen so eine Geschichte. Aber ich weiß noch, ich habe ihn einmal eingewechselt in München gegen Bayern und wir haben dann 3-1 gewonnen. Er machte dann das 2-1 oder 3-1, bin ich nicht ganz sicher. Und da rannte der auf mich los und der war zuerst mal sauer, dass er nicht gespielt hat von Anfang an. Der rannte auf mich los und ich dachte, der bringt mich um, der haut mir jetzt eine rein oder sagt irgendwo was Böses. Dann sagt er, Trainer, wir beide sind überirdisch. Und das war Jürgen Wegmann. Die Kobra, ganz genau.